Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Ich bin euer Affenkönig Dämlich und heute wollen wir ein alte Gefilde aufbrechen und zwar zu Mika, dem alten Hund, nach Strawberry. Ich weiß nicht, was uns da erwartet, aber es wird großartig, nehme ich an. Auf dem Weg dorthin werden wir vielleicht auch noch ein paar Sachen erleben. Ist ja hier immer wunderbar bei Red Dead, da passiert immer so viel Kram. Das freut mich auch. Ich habe mich wunderschön rasiert, Haare pomadisiert und Haartonikum gesoffen. Damit die Borsten mal noch länger werden. Ja, im letzten Part haben wir herausgefunden, dass die Grays schon einen jahrzehntelangen Streit mit den Braithwaites haben und ja, sind da auch schön hinter ein paar Geheimnisse gekommen, aber das könnt ihr euch gerne selber angucken. Auf jeden Fall haben sich da zwei Leute verliebt, das war sehr cool. Aber was ist denn hier los? Will jemand den Wagen verkaufen? Good man. Walk along if you won't live to tomorrow. We said scram. Need more? Just come along back. Okay, die wollen mich gleich abschießen. Was läuft denn da für ein krummes Geschäft? More guns. That ain't good. Mehr Waffen, sagt der Arthur. Wenn ich wüsste, was das für ein paar Halunken sind hier. Und das weiß keiner. Was sind das denn? Räuber? Das frag ich mich gerade. Oh, da ist auch mit seinem Pferd gerade volle Bude in die Kutsche geritten. Hätte auch böse ausgehen können. Naja, okay. Lass mal lieber weiterziehen, vielleicht war das ja ein legales Geschäft. Wollen wir uns da mal nicht einmischen. So, und jetzt mal gucken, was alles so auf dem Weg dorthin passiert. Ist ja eine kleine Ecke, ihr seht es ja. Dort müssen wir hin. Also, wir haben noch ein bisschen was zu reiten, liebe Leute. Und dann habe ich hier gesehen, der Lenny hat auch wieder einen Auftrag für uns. Das werden wir wahrscheinlich dann auch als nächstes gleich tun. Aber ich bin mal gespannt hier. Ich freue mich. So, schön Panorama-Kamera an und Vollgas. Jawohl. Okay, lass uns hier nicht vorbei. Was ist denn da los? Der hat aber einen geilen Anzug gehabt, hat er das gesehen? So richtig geil weiß. Ja, das werde ich mir auch mal zulegen. So ein weißer Anzug ist auch irgendwie geil. Persönlich würde ich zwar sowas nicht tragen, aber ich finde so als Cowboy und Halunke macht das irgendwie einen geilen. Schön an den Ahornen vorbei, da schippern die ganzen Schiffe. Ah, das wollten wir auch noch rausfinden, ob wir mit den Schiffen jetzt auch fahren können. Na gut, ich denke mal, irgendwann wird uns die Story ja eh nach Saint-Denis bringen und da werden wir das auf jeden Fall mal testen. Da können wir mal an die hiesigen Docks reisen und dann mal schauen, ob wir mit so einem Kahn fortschippern können. Oh, Mr. Baby, der gibt hier alles. Ich weiß auch gar nicht, was der Mika in Strawberry will, weil wir hatten ihn ja dort aus dem Knast befreit, was jetzt schon ewig lange her ist. Und dann die riesige Schießerei dort gehabt mit einem riesen Kopfgeld, was wir seinetwegen aufgebrummt bekommen haben. Deswegen hoffe ich mal, dass jetzt wieder alles im Reinen ist dort. Das hatte ich ja schon, ach, das ist schon ein bisschen her, da habe ich das schon bezahlt. Oh, was ist denn das für eine Kutsche? Dann gucken wir uns doch mal an. Kaufmann Farms. Aha. Ja, er verkauft Milch. Grüß dich. Ja, vielleicht wird er auch noch Strawberry und dort schöne, leckere, vergorene Milch verkaufen. Ja,
Der ist mit seinem Hund unterwegs, geht Gossi. Sehr schön. Mach hier deine Hundescheiße weg, du Schauspieler. Und dann wollte ich mal noch mit dem Boot hier rausschippern. Da angelt einer. Ich habe ja fürs Lager ein Boot gekauft im letzten Part. Da wollte ich mal noch schön mit dem Boot rausschippern und den legendären Stör finden. Grüß dich. Naja, ist ja gut, Hühnchen. Alles gut, alles fein. Und der ist nicht gut gelaunt, der Hund. Lass mal lieber mal in Ruhe. Nicht, dass er uns noch in die Klöten beißt. Unter den Klöten von Mr. Baby der. Ja, da gibt's aber eine Hufe ins Gesicht. Schön mit den Hüfchen in die Schnauze. Boah, was für eine geile Brücke. Guck dir das mal an. Boah, die Bahnstrecke. Sieht aber geil aus. Da kotzt die. Yep. There we go. Ah, da hinten. Da zeichnet irgendwas? Nee, was? Oh! Hey, Mister! Er hat sein Pferd geschmückt. Come on over. How you doing today? Ach, das ist der Kräutersammler. Amerikanischer Ginseng. Take a feller from not too bad to hearty as buck in no time. Really something. Yep, you don't find this every day. Dose this in your medicine, give it some zip. Believe me. Whatever you're selling, I ain't buying. Anyway, I ain't gonna use all of this, so feel free to help yourself to whatever's left. Ja, der hat uns auch schon mal Tabak überlassen. Der Kräutersammler, jawohl, mach's gut, mein Freund. Thanks. Be well, friend. Ist das cool, das ganze Pferd voller Kräuter. Oh, da könnten wir uns richtig viel mitnehmen. Ah, sowas erlebt man eben nur hier. Ja, ich hau mit dir noch rein und esse den noch. Wir haben genug Ginseng. Weil in eurer Abwesenheit sammle ich immer kräftig und schieße ein paar Tiere. Aber so richtig groß gejagt habe ich in der letzten Zeit nicht. Aber das hebe ich mir alles auf. Die Niki hat mir zu Weihnachten das Kompendium geschenkt. Das werde ich dann alles nach dem Let's Play machen. Und ein paar legendäre Tiere werde ich dann euch auch noch zeigen, denke ich. Falsche Richtung, ich Ochse. Wir müssen nämlich über den Fluss. Oh, ist auch ein schöner großer Weißwedelhirsch. Also so ein paar Tiere weiß ich noch, die wir auf jeden Fall noch brauchen. Das waren ein Wapiti definitiv und ein Leguan. Das ist schon mal sehr wichtig. Mit perfekten Fällen. Von diesen netten Geschöpfen. Die werden wir nur noch brauchen und denen das Fell über die Ohren ziehen. Grüß dich, du Halunke. Was? Lunatic? Haha, the Lunatic French. Dean Ambrose. So. Jetzt müssten wir eigentlich gar nicht mehr allzu fern sein an diesem Wald, erinnere ich mich hier. Ach, herrlich. Ich bin auch mal gespannt, wie das mit Red Dead Redemption weitergeht, weil... Vielleicht bringen sie ja einen schönen Story-DLC hier raus, das würde mich persönlich sehr freuen. Ansonsten ist ja Rockstar dafür bekannt, immer sau viel online noch zu machen. Und das werden sie ja garantiert auch machen. Aber mich würde es auch freuen, wenn noch ein bisschen was für die Singleplayer-Spiele rauskommt. Ach, was ist denn hier für ein riesengroßes Holzfällerlager? Aha. Ich glaube, das haben wir auch schon mal gesehen, aber ist geil. Mir kommt es immer vor, als würde sich das wirklich weiterentwickeln. Nice. So, ich wollte noch mal meine Waffen hier wechseln. Zack, 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 zack. Und zwar meine Mauser wieder nehmen, weil die echt cool ist. Hier machen wir Kollege Bogen rein und Freundchen Scharfschützengewehr. Da bist du. Jawohl. Nee, aber steck das Ding mal weg, bitte. So, hier muss Mika irgendwo sein.
Also sind wir hier in der Nähe von Strawberry. Wer weiß, was der Hund wieder vorhat, du. Kann nicht Gutes sein. Es ist ja hier der Trevor-Ersatz. Sag ich immer. So ist die Frage, wo er hier rumhirscht. Ah, da unten ist er. Oh, schönes Plätzchen, was ich hier gesucht. Freut sich bestimmt, dass wir uns 8 Jahre lang wachsen müssen wie er. Good to see you. Why? You want rescuing again, dear? No. I got a plan to make it up to you. A plan like the Blackwater Ferry job or like you going off scouting and ending up in jail? Dutch said you was a big shadow cast by a tiny tree. I don't even know what that means. I thought you was a tough boy. Not one of those gentlemen trying to protect his riding clothes. Well, I just know whenever things get real, you turn yellow, lose your head. Yellow? Sure seems that way. So I guess you won't be riding with me to rob the banking coach comes about this time into Strawberry. I heard one of the O'Driscoll boys yapping about it while I was inside. You and me? Do a robbery? That's what I said, didn't I? After you. Eine schöne Bankkutsche, Leute. Geil. Wir haben immer noch unseren Sheriff-Stern dran. Vielleicht können wir die auch einfach davon überzeugen, dass die Kutsche ja, gehört halt uns und wir bringen sie weiter. Can't exactly stay in town now, can I? Like I told you, I ain't going back to Dodge without a peace offering. So what's the deal with this coach? Ja, er muss sich ja noch bei Dutch entschuldigen. Und da kommt Geld natürlich gerade richtig. I mean, how many men? Guns? Riders? Nothing serious. It'll be fine. I heard the bank's been keine große Sache. Wenn das Mika sagt, dann, dann glaube ich das nicht so richtig. You worry too much. Forgive me if I ain't wholly faithful in something an old Driscoll told you when you was half drunk in a jail cell. He kept yapping about it, saying how they've been hitting it on the regular. That's a good lead in my book. Oh, eine Aussicht hier! Wahnsinn, ist das ein klarer Tag. Bastards got a hold of most of Big Valley. Heard they took over some big ranch north of here. How the hell you and Lenny end up down here anyway? Oh, you know how it is? Few loose ends. Drink here, drink there. What loose ends? Nothing that needs to concern you. I always pay my share. It concerns me when you put us in danger and we don't realize till it's too late. Like that move you pulled at Strawberry. Making me kill half the town. Just for your precious. Ja, ich wollte es gerade sagen. Halbe Stadt haben wir umgelegt in Strawberry. You need to roll a little looser, Morgan. Looser? I've seen you come full undone more than once now, and you only been running with us a few months. Are we gonna rob this coach or bicker about it? What's done is done. Guess we're robbing it. Then let's do it. Boah, Leute, guckt euch mal die Aussicht an. Ich, Junge, ich kriege ja gleich ein Hörnchen in der Hose. So geil, wie das aussieht. Oh. Wow. Ein schöner, klarer Tag. Komm, gib mal ein bisschen Zunder, Mika. Jawohl. Volle Bude angeritten. All right, this is the spot. Hold up on this ridge. Okay, dann tun wir mal unser Pferdchen hier abstellen. He should be here. In a little bit, hold tight. Which way will they be coming in? Should be from over there. We need to hit them fast before they get into town. Just don't lose your head this time. Of course, tough guy. They should be here any minute. Wahrscheinlich reiten die ganz woanders lang. Wir schaffen es nicht mehr rechtzeitig, oder? Right on time. Get covered up. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs Leute habe ich gezählt. So, kann
Kautabak rein. Iha! Die alten Hunde. Jetzt ist alles zu spät. Das hat ja gut geklappt, Leute. Na, erstmal müssen wir die Kollegen mal hier untersuchen, ne? Da ist doch bestimmt noch ein bisschen Geld für uns drin. Solange hier hinten keiner kommt, ist alles okay. Der Hut blinkt. Dann werden wir den mal austauschen. Dann können wir den nämlich speichern. Ha! Ne, aufheben wollte ich ihn eigentlich nicht. Ja, ich komme ja schon. Mika, alles gut. Wo ist denn das Hütchen jetzt? Erstmal plündern den Kollege. So, da ist doch der Hut. Austauschen, jawohl. Das sieht aus. Jawohl. So, der Kutscher hat meistens auch noch mal ein bisschen Kohle und vor allem Alkohol dabei, weil er die ganze Zeit fahren muss. Aber muss er sich bei Laune halten mit Alkohol. Und schönes Rindfleisch. Gut, da liegt auch noch ein schöner Hut. Ist doch gut, mein Junge. I'm hoping there won't be a next time. You don't mean. Hey, look! Come on, boy! So, komm, Mr. Belvedere. Immer schön uns nach. Look here. Find new rifle, too. You go, Arthur. From me to you. Lancaster Repetiergewehr. Ja, damit hat er aber einiges wieder gut gemacht. Das hat ja auch mal ganz gut geklappt. Zumindest bis jetzt. You don't want to just break it open here, be done with it. Could be more than we can carry. And there might be a second crew of riders tailored. All right, then. Not to mention, we ride back in with a big take and a new wagon to boot. Dutch can't say we ain't pulling our weight no more, can he? I ain't sure I trust this new act of yours one bit. Listen, I know we got off on the wrong foot, but I got no beef with you. I reckon we're a lot alike, you and me. Now, hold up there. Dutch knows I'm a feller that gets things done, same as you. Gets things done? You'd be wearing a California collar now if I hadn't broken you out of jail. And I have expressed my gratitude, have I not? It's done. Main thing now is getting this haul back in one piece. Ah, mein Hut liegt immer noch hinten drauf, du. Ich hoffe, der fällt nicht runter. Mika, fahr ein bisschen langsamer. So, die Pferdchen sind auch noch da. Wunderbar. Aber ich glaube, das war's noch nicht. Oh, das sind welche. Nein! Ach, verdammte Axt. Das wären wir überfallen. Was sind denn das denn für vermummte Gestalten? What the hell? Es ist wieder Revolverzeit. Der wartet nur hier, nun. Oh, ich treffe den Hund nicht da hinten. Dann nimm du! Ja!
komm vor! Komm her, du Sauhund! Sind das so Driscolls oder was? Ja! Boah, das sind ganz schön viele. Meine Güte. Hohohoho. I'm a cowboy. Na, wo ist er denn? Hinten hinter dem Baumstamm war noch einer. Stehen bleiben! Was hat der von keinen Hut auf? Den will ich nicht zerstören, Leute. Oh, noch mehr! Du Sauhund! Da kommt mir nicht davon. Why is it every job I do with you ends in a pile of dead bodies? Alter Sack, da ist noch einer davon gekommen. Ach, wie viele! You've got a point. Let's strip this coach then. It clearly ain't going nowhere now. Also das waren ja mal richtig viele O'Driscolls. Meine Güte, habe ich das also richtig erkannt? Der eine hatte nämlich die grüne Weste an. Du liebe Güte, Manometer. Aber das ist gut für uns. Gut für unsere Kohle, gut für unsere Bande. Haben wir unseren Standpunkt ganz klar festgelegt. Wir sind keine Freunde. Oh, nee. Das waren doch bestimmt... 25 Mann hier. Ja, da drauf muss ich erstmal ein Gin trinken. So, und am besten gleich noch ein. Heilig. Aber erstmal Beute holen, erstmal looten. Immer schön looten und leveln. Ja, ich komme ja schon. So, wo liegen die anderen zwei? Hier mittendrin, ne? Ha, die hat schön hier einen Stein gespült. Naja, da hat der Bär auch noch was zu essen. Let's take what we can and get the hell out of here. That lock should shoot off easy enough. I'll give you the honors. On account of... Well... Little mess. That should do it. Jawohl. Come on, let's see if all this was worth it. All I see is you, me, a river full of dead O'Driscolls, and a lockbox. Was jetzt da drin ist. I'd say we're golden here, Morgan. Look at that. What's the cut here? Just good. Make sure the gang gets its piece. Yeah, yeah. Like I said, big shadow, tiny tree. And like I said, that still don't mean nothing. Get out of here. Go see Dutch. Make sure you ain't followed. I know, boss. I know. Jawohl. Na, es hat doch ganz gut geklappt, bis auf die ganzen O'Driscolls. Oh, $500 haben wir auch gleich wieder. Mein Anteil 330. Jaha. Ja, das lobe ich mir doch mal.
ist da endlich mal was gut gegangen, aber mein Hut ist leider weg, den ich mir mitnehmen wollte. So, ich gucke mal, hier ist noch einer, den wir ausplündern können. Wir haben ja auch noch mal ein bisschen Kohle. Schade, dass ich jetzt kein Pferd hier an die Kutsche hängen kann. Da liegt ohne Stroffen. Ich kann nicht hier davor schießen eigentlich. Dass ich das dann aufmachen kann. Nee, hä? Nee, leider nein. Naja, hätte ja sein können. So, hier oben muss doch noch irgendwo so Halunke liegen. Oh, uns hat wohl jemand gesehen. Ach nee, das Verbrechen wurde gemeldet. Ja, ist klar. Dann hauen wir lieber mal ab jetzt. Schnell hier runter, da oben kam nämlich schon jemand bei der Brücke entlang. Nicht, dass der uns gleich beschuldigt, wir hätten hier irgendwas Schlimmes gemacht. Außerdem waren es ja eh nur Old-Risk-Kills, also von daher. So, da kommt nämlich auch schon irgendwo eine Bullerei. So, sollten wir schnell, aber ganz schnell uns hier vom Acker machen. Ja, das hat doch richtig gut geklappt. Oh, okay, und hier ist doch die Höhle, wo wir die eine Räuberin, die schwarze Witwe, gefangen genommen haben. Ich glaube, das könnte die sogar sein. Na, was für ein Zufall. Und da hinten sind die geilen Wasserfälle. Sehr schön. So, ich werde mir mal ein anderes Outfit anziehen. Was nehmen wir denn mal? So, schauen wir mal. Das Pferd ist gerade ein bisschen zu schnell geritten. Das war das, was wir jetzt sowieso hatten. Den Hut, den müsste es jetzt ja eh gespeichert haben. Zack, machen wir mal wieder einen auf grauen Gentleman. Ja, sehr schön. Oh, was war denn jetzt mit dem Steinadler? Der ist jetzt einfach nur hier runter. Sah so aus, als würde er runterfallen. Jetzt will ich auch mal gucken, ob es hier unten noch irgendwas zu entdecken gibt. Das sieht irgendwie so aus. Oh, oh, oh. Als würde es hier irgendetwas geben. Ah Mist, da komme ich nicht. Da komme ich nicht rum. Mal gucken, ob wir mit Mr. Belvedere ans Ufer noch kommen, ja. Das funktioniert. Yep. Jawohl. Der Bursche kommt überall hin. So ist die Frage, ob es jetzt irgendwas zu entdecken gibt. Oh, die sehen ja sowas von geil aus. Weiß nicht, ob man jetzt hier irgendwie hochkommen, was sich da dran festhalten kann durch die Strömung. Aber ich glaube, nee, es wird nicht. Es wird leider nichts. Aber hier scheint es auch Fische zu geben. Was ist denn da? Das ist doch... das ist ein Lachs, Leute. Lachs. Naja, dann lasst uns mal noch einen schönen Lachs angeln hier. Dakota River. Cool, wie es dann auch immer angezeigt wird. Und raus das Ding. So, schön aus der Ego, ist klar. So, und jetzt gucken wir mal. Aber ich denke mal, so ein Lachs müsste auf jeden Fall auf so einen Seeköder gehen. Schauen wir einfach mal. Wäre auf jeden Fall eine geile Sache. Aber hier wird es auch noch ein paar andere Fische geben. Vielleicht noch ein paar Barsche. Aber da ist doch schon... ja. Der ist nicht allzu klein, Leute. Den kriegt man aber ziemlich schnell sogar rein. Jawohl. Okay. Den haben wir auf jeden Fall noch nicht gehabt. Ein Rotlachs, 2,49 Kilogramm. Rotlachse sind delikat und bevorzugen Flussköder. Manchmal beißen sie eher aus Aggression als vor Hunger, da sie während der Verpflanzung nichts fressen. Ja, genau so ist das. Ah, behalten wir mal den Bursche.
So, mal gucken, ob wir noch einen größeren landen können. Ja. So, schön weit. Zack. Aber man hat schon von Weitem gesehen, wie er angeschwommen kam, der alte Lumich. Ja, da hat sich doch wieder einer eingefunden. Aber das ist was anderes. Das sieht ganz anders aus. Was ist das denn? Nee, das ist nochmal ein kleiner Rotlachs. Etwas kleiner wahrscheinlich. Ja, aber auch über 2 Kilo. Gut, dich lassen wir frei. Da kann man nämlich schön noch ein bisschen Ehre dazu gewinnen, nachdem wir die 2 Brave Raids vorher umgebracht haben. Gut, also gibt es ja Lachse. Dann ist das doch auch schon mal schöner. Jawohl. So, Mr. Baby, der, hä? Wie ist er denn hier? Ach nee, da steht er. Da steht er doch. Naja, mein Guter. Ach herrlich, hä? Was habe ich denn jetzt hier tot getrampelt? Oh, was ist denn das? Ein Vogel, aber was für einer? Den kenne ich noch gar nicht. Ein Blauhäher. Aha. Oh, schönes Vögelchen. Da haben wir noch nicht viel Gesamtfortschritt, weil wir den ersten gerade gefangen haben. Naja. So geht's doch auch, Leute. Und drauf. Ja. Aber ein schönes Gewehr, was wir hier bekommen haben. Das Lancaster-Repariergewehr. Kein schlechtes Ding. Können wir uns eigentlich auch noch ein bisschen modifizieren. So, und ich werde mal schauen, wo ich jetzt hier hinreise. Oh, was haben wir denn hier? Das ist wieder unser Albert Mason. Bei der er braucht mehr Hilfe bei der Wildtierfotografie, naja. Das könnten wir eigentlich noch mitnehmen. Ja, machen wir das doch mal. Besuchen wir den alten Hund nochmal. Das letzte Mal wurde eine Tasche vom Coyote geklaut. Mal gucken, was es diesmal ist. Und hier oben gibt es ja sicherlich auch schon Wapitis. Oh! Hier gibt es einen Hehler. Das ist auch sehr schön. Kann ich dem nachher auch mal einen Besuch abstecken. Und schwarze Eichhörnchen. Ach, der Schäfer. Mit seinen Merino-Schafen. Hey there, Mister. Grüß dich. Machst du richtig, mein Junge. So verdient man sein Lebensunterhalt und nicht mit rumlungern und RDL gucken. So, was haben wir? Haben wir denn hier noch? Ein paar Leute, die es eilig haben. Naja, das sieht man ja öfters. Oh, wieder eine Landschaft, du. Na, wisst, was der jetzt hier fotografieren will? Garantiert. Ich hoffe mal, kein Bär. So, da ist hier aber auch schon mal mittendrin, da können wir auch gleich mal hinreiten. Oh, das ist ein großer Hirschbock. Oh, das ist doch ein schöner Oschi. Ob wir den treffen mit dem Bogen? Ja. Mist, ich habe nicht mehr genug Deadeye. Aber der sieht mir auch gut aus. Den versuche ich jetzt mal zu holen hier. Ein schöner Bulle. Ist doch ein Vampiti-Bulle, oder? Da komm ruhig her, mein Dickerschen. Na, warum nimmst du nicht dein Kauterbock? Aber jetzt.
Nochmal Anlauf und volle Bude. Ja. Schön vom Pferd aus. So, was ich natürlich nicht geguckt habe, ich alter Ochse, was ich jetzt hier von der Qualität vom Fell habe. Naja, wir werden ihn trotzdem verwerten. Weil das Geweih können wir, glaube ich, auch gebrauchen. Ein bisschen was vom Fleisch können wir mit ins Lager nehmen. Da kommen wir nicht mit leeren Händen zurück. Und dann noch mit $500 extra. Das ist doch... Da wird Dutch sich doch ein drittes Loch in den Arsch freuen. Ja, obwohl wir das Fell jetzt nicht wirklich gebrauchen können. Ich möchte auch nicht hier liegen lassen. So, zack. Kriegst du auch gleich noch was zu fressen. So, jetzt gucken wir mal zu unseren Albert Mason. Hier ist er doch irgendwo. Ja, da ist er. Hello again. Hello. Grüß dich. Oh, hello. How are you, sir? Morgan, Mr. Morgan. I'm sorry, my nerves. I'm not quite the outdoor adventurer I thought. This is God's own country, and I feel I'm in purgatory. I know the feeling. Oh, I hope not. What you trying to take some pictures of, huh? Some more greedy coyotes? No. Wolves. Wolves? Oh, it's a wolf. Here they are, trying to get yourself eaten. Oh, I hope not. I left the meat over there. That is a trouble, locker. Given the wind. Yeah, sure. If you manage to attract the world's least intelligent wolf. Well, I'll stay with you a while. If anything comes, I'll protect you as needed. You are a gentleman. Now, you don't know me very well. Well, to me, you're a gentleman. You... Er sagt, wir sind Gentlemen. Ja gut, das ist da, aber wahrscheinlich auf gar keinen Fall. Had many dealings with wolves, Mr. Morgan? So, noch mal ein bisschen Mut antrinken hier, bevor die Wölfe kommen. Aber es ist nett vom Arthur, dass er ihn beschützt. Er ist aber echt strohdoof, der Kerl. Wölfe sind schlau, die kommen im Rudel, die kommen nicht alleine. Da kommen welche. Usually they are not great fans. So, dann tue ich mir aber auch gleich mal den Bogen mit, ich weiß nicht, verbesserte Pfeile oder normale. Wir haben noch zwei verbesserte, nehme ich erstmal. Me neither. Here's one. Looks like we got company. Yes, yes, there they are. In the trees. Meistens kommen noch ein paar. Don't do anything. I'm going to take a few photographs. Come on. Come on. Okay, ich hau mir aber schon mal Kautabak rein. Oh oh, da ruft jetzt noch mehr. Good boys, hungry boys. Come on. Stay back, stay back. Can't have a man in the frame. They think it's staged. Yeah, sort of is. Look at them. Magnificent creatures. Oh ne, das sind einfach Sauviecher, verdammte Axt, Leute. Okay, wir müssen Repetiergewehr nehmen. Aber ja! 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 Und... Du kommst nicht davon. So, vier Wölfe. Tja, so läuft's nämlich, mein Freund. Wenn man sich mit wilden Tieren anlegt. Yeah, they can be pretty aggressive. What a way to literally a dog's dinner. Still worse things happen at sea. Do they? Well, I imagine. Perhaps wolves do better at sea. Are they good swimmers? Aber hat sein Foto bekommen. Who knows? You have saved my poor foolish skin once again. Don't mention it. Affenkönig Dämlich hat deinen dämlichen Hals gerettet. Jawohl. But no, I am eternally in your debt. I do, Mr. Mason, I do. You take care now. And you too, sir. Oh, da sind schon wieder der Raben am Werk. Gibt
gibt's doch gar nicht, du. Macht euch hier vom Acker. Okay, dann nehmen wir uns erstmal ein paar Wolfsfälle mit. So, der Kohlgrabe ist schon mal geil. Der ist nämlich komplett perfekt. Das ist sehr schön. So, da steckt man den nämlich auch ein. So, Mr. Baby, der. Wo bist denn? Der Unge. So, und der Albert Mason. Will er jetzt noch weiter fotografieren? Er soll sein Zeug zusammenpacken und abhauen hier. Viel zu gefährlich. So, zack. Dran damit. Aber ich werde mir jetzt hier noch die Wölfe schön den Hals rumdrehen. werde den Wölfen noch schön den Hals rumdrehen. Und das Fell über die Ohren ziehen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bin euer Affenkönig Dämlich. Das war Part 45. Und es geht schwuppdiwupp bald weiter. Danke fürs Einschalten und macht's gut. Like da lassen nicht vergessen.